Zu den heutigen Zahlen von Nvidia, die nachbörslich kommen, gibt es in den USA zahlreiche sogenannte Nvidia Earnings Parties. Das heißt, da treffen sich Leute in öffentlichen Locations und schauen sich die Verkündung der Zahlen an, schauen sich die Aussagen des CEOs von Nvidia an im Earnings Call, weil eben inzwischen so viele dabei sind, weil so viele glauben, sie werden jetzt weiter mit Nvidia Gewinn machen und möglich ist das ja auch, während gleichzeitig das ein bisschen ablenkt von der entscheidenden Frage, nämlich wie geht es mit der Wirtschaft weiter, mit der Weltwirtschaft. Wir sehen einen Abschwung in China durch Zahlen, die von immer mehr Unternehmen aus China kommen, weswegen die chinesischen Aktienmärkte heute rot sind. Wir sehen einen Abschwung in Europa, speziell mit der großartigen deutschen Volkswirtschaft und wir sehen auch eben sehr, sehr klare Signale aus den USA und möglicherweise reflektiert all das Bitcoin, das ja ein Liquiditätsasset ist, das ein Risk-On-Asset ist. Wir sehen heute einen Abverkauf zunächst mal bei Bitcoin. Jetzt werden viele sagen, Huck Mann, du sprichst nur über Bitcoin, wenn es fällt. Richtig, damit hier die ganzen Bitcoinistas nicht immer wieder sagen, Huck Mann, hast du Bitcoin gekauft, du bereust es bestimmt schon, es ist wieder gestiegen, worauf ich dann immer sage, nein, ich kaufe nicht Bitcoin, ob es steigt oder fällt, ist mir eigentlich wurscht, ich kann nichts kaufen, wovon ich nicht wirklich überzeugt bin, auch wenn es steigt, das ist einfach eine Typusfrage. However, jetzt kommen wir mal zu dem Geschehen, was hier der Fall ist, wir sehen, wie schnell sich der Anteil von Nvidia im S&P 500 erhöht hat auf 6%. Als der ChatGPT kam, da war das nur ein Bruchteil dessen, also diese KI-Euphorie, die eben ausgelöst wurde, als Ende 22 ChatGPT auf den Markt kommt. Man hat also 6% jetzt an Marktkapitalisierung. Das bedeutet mal schlanke 3,156 Billionen Dollar. Mehr als Microsoft, allerdings weniger als die großartige Wachstumsfirma Apple, die da doch noch deutlich drüber liegt. Und hier sehen wir so einen Telefonverkäufer, dessen Gesicht Sie vielleicht kennen und in den Filmen auch dazu kennen. Jedenfalls Nvidias BIP größer, Nvidias Marktkapitalisierung größer als das BIP Kanadas. Und zwar sehen wir jetzt bei CNBC, die machen einen Countdown zu den Nvidia Earnings. Goldman Sachs sagt, es ist die wichtigste Aktie der Welt. Jeder ist irgendwie da mit beteiligt. Und wenn das Ganze schief geht, dann könnte es richtig unangenehm werden. Wie viele Stücke hätten Sie denn gerne, so dieser Telefonverkäufer? Das bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Und hier sehen wir diese Nvidia Earnings Party, zum Beispiel in New York, in einem Irish Pub. Da schauen wir uns dann auch den Earnings Call an und so weiter und so fort. Also wir sehen, das hat so ein bisschen ein Gerüschle, Geschmäckle, wie damals eben in the Dotcom-Blase. Hier sehen wir mal ein paar Kennzeichen. Und ja, natürlich Nvidia, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Man erwartet ein Revenue von 28,7 Milliarden Dollar in diesem Quartal, zweites Quartal, ein Anstieg 113%. Alles unter 30 wäre schon eine Katastrophe. Earnings per Share 64 Cent. Und so weiter und so fort. Und selbst wenn dieses Wachstum gigantisch ist, so, wenn Sie hier unten rechts mal gucken, ich hoffe, sehen Sie das, dann wäre der Fair Value von Nvidia 101 Dollar, das wären etwa 26% weniger. Ups, aber nein, Nvidia wird ja unendlich wachsen. Deswegen geht man davon aus, dass die Aktie vermutlich 10% zulegen kann. So preisen es Optionsmärkte ein oder insgesamt wird man, sagt man die, oder preisen die Optionen ein, ja, eine Bewegung von 10%. Das würde entsprechen etwa 316 Milliarden Dollar. Das ist mehr als 95% der Firmen im S&P 500 insgesamt auf die Waage bringen. Das wird also Nvidia vermutlich, wenn es denn so kommt, in wenigen Sekunden oder Minuten mal eben ein- oder auspreisen. Das zeigt so die ganze Dimension und auch der Nasdaq, der könnte vor einem Big Move stehen, der around the corner ist. Was Nvidia ja einfach schafft, ist, den Goldsuchern hier die Goldschaufeln zu verkaufen. Und das ist das, was Ipek Oskardeska ja auch sagt, wie ich finde, sehr kluger Kommentar, in dem sie sagt, naja, bisher haben eben die KI-Firmen, mit Ausnahme vielleicht von Meta, die gesagt haben, das hat unsere Werbeeinnahmen gesteigert, bisher überhaupt nicht nachweisen können, dass sie damit irgendwie Geld verdienen, dass sie das
das also monetarisieren können. Ich hatte das gestern im Markeflüster nochmal zum Thema gemacht. Man will ja eigentlich sehen, dass Microsoft, dass Google, diejenigen, die also diese Chips kaufen, dass die sagen, ja gut, wir haben hier mit diesen KI-Anwendungen so und so viel Geld verdient und werden so und so viel Geld verdienen. Bisher ist das alles nur viel Euphorie und wenig Realität. Dann eben Risiko, wie IPEC hier sagt, ist auch die Verschiebung eben von Blackwell, diesen Chip, den man beim Design, bei der Herstellung musste man verschieben. Wird es da neue Aussagen geben, ob er vielleicht nochmal verschoben wird? Ja, nein, aber auf jeden Fall ist eben die Frage, wie wird das sozusagen die Umsatzprognosen und die Gewinnprognosen von Nvidia verschieben? Dann eben potenzielle Konkurrenz jetzt durch AMD, Qualcomm, Intel, vielleicht auch Chinesen so langsam, also Gewinnmargen, die bisher ja fantastisch sind, ich glaube so 75% oder sowas. Das sind natürlich Margen, die unwahrscheinlicherweise auf Dauer so sein werden. Also das sind so die Punkte, die hier ins Risiko gesehen werden könnten. Und Risiko ist halt, dass diese Nvidia-Euphorie meistens innerhalb eines späten Zykluses auftritt, wie hier diese Grafik gezeigt. Meistens kurz vor einer Rezession ist der Hype mit am größten, sodass eben Jensen Huang ein erfahrener Haudegen darin ist, eben seine Überkapazitäten in Märkte reinzudrücken, die eigentlich schon langsam am Abschwingen sind, wenn wir uns mal anschauen, wie viele Datencenter in den USA gebaut werden. Massiv! Dementsprechend die Frage, ja gut, wo ist die Nachfrage nach diesen Datencenter? Die ist erhofft und erträumt, aber bisher eben nicht der Fall. Und das muss sich alles erstmal in irgendeiner Form materialisieren. Alle sprechen von Nvidia, wir auch, aber nicht nur, sondern hier zum Beispiel auch mal interessant, der Housing-Sektor, der hier eine gewisse Schwäche zeigt nach dem Anstieg, also Immobiliensektor in den USA, hier dieser Index HGX. Nvidia wird aber all diese Probleme natürlich lösen, weltweit alle Probleme lösen, wenn die Zahlen heute gut sind. Das war, wie gesagt, Thema gestern meines Marktgeflüsters. Und hier sehen wir mal, wo wir vielleicht im Zyklus stehen. Hier mal alle regionalen Fed Service Employment Indizes, also Dallas, Fed, Bla, Blip und Blub. Und hier sehen wir, das weist klar nach unten. Und meistens, wenn diese Linie durchschritten ist, die hier bei Null ist, dann geht es zackig nach unten. Und wir are in the recession, wir sehen auch Trucking Employment, das fällt viel deutlicher noch als das, was die US-Arbeitsmarktdaten uns verraten. So eine Art Frühindikator, Trucker brauchst du, wenn du denkst, ja, die Nachfrage nach Waren steigt, also lass uns mal Lastwagenfahrer einstellen. Wir sehen hier Delinquency Rates für Multifamily Housings, die sehr, sehr stark gestiegen sind. Gewerbeimmobilienpleiten und so weiter und so fort, alles gar keine Frage. Interessanterweise hat jetzt Goldman Sachs gesagt, nachdem ja diese massive Abwärtsrevision der US-Arbeitsmarktstellen hier letzte Woche gekommen ist, um über 800.000, ja, eigentlich sind es wahrscheinlich nur 300.000. Und warum? Weil eben die Firmen sozusagen ihre unautorisierten Immigranten, also sozusagen illegale Immigranten, die aber in ihrer Firma arbeiten, nicht gemeldet haben für das Unemployment Insurance System, also praktisch für die Arbeitslosenversicherung. Die sind also nicht offiziell gemeldet, aber dennoch wohl arbeitstätig da. Uiuiuiui. Und deswegen sei die Zahl deutlich geringer. Interessant hier, das mal so zu hören. Und interessant war auch zu hören, dass Jerome Powell dann plötzlich erklärt hat, Mission accomplished, Inflation no problem anymore und Soft Landing. Ähnliches haben wir schon von Ben Bernanke gehört, 26. September 2007. Inflation pressures are easing, ziemlich genau das, was Jerome Powell gemacht hat. Und the economy should manage a soft landing, so hat es damals. So hieß es damals, auch eben 2007 wurde der Sieg über die Inflation erklärt und gesagt, naja, also wir sehen kein Anzeichen, dass es da irgendwie schwierig wird für die Wirtschaft, aber schauen wir uns mal an. Die Global Growth Surprises sind durchweg negativ, ob für USA, für die G10, für China, für die Emerging Markets, also alle Kontinente sozusagen liefern schwächer als erwartete Daten ab und das ist doch eigentlich eine ziemlich, wie ich finde, gute Indikation, was eigentlich der Fall ist.
Jetzt ist es so, dass die US-Aktienmärkte in Wahljahren eine Schwächephase normalerweise haben, so um September bis fast Ende Oktober. Es sei denn, wie diese Grafik hier zeigt, wir haben nicht eine Rezession, dann könnte es nach oben gehen. Also wir werden vielleicht an den Aktienmärkten sehen, was kommen wird. Wir haben bisher gesehen, das zumindest zeigt die Entwicklung seit Jahresbeginn, dass defensive Sektoren vorne sind. Ich hatte das gestern gezeigt. Consumer Staples, vor allem Utilities, Versorger, Real Estate, Healthcare, also Sektoren, die jetzt nicht gerade Offensive verraten. Und hier auch mal die Frage, naja, was ist denn mit diesen Earnings Estimates, also mit den Gewinnschätzungen seit 21, seit Dezember 21 ist der S&P 25% gestiegen, diese 12 Monat Forward Earnings Estimates 18%. Die Operative Earnings, die operativen Earnings also 5%, während die Gap Profits, also die sauber bilanzierten Profite, nur um 1% gestiegen sind. Da kann man schon mal ein bisschen genauer hinschauen, ebenso wie bei den Parallelen zwischen dem VIX heute in diesem Jahr und dem Jahr 2008, würde bedeuten, dass wir noch eine Zeit lang, wenn es so ähnlich käme, muss ja natürlich nicht, aber das Muster ist schon ein bisschen auffällig, dann würden wir vielleicht noch eine Zeit niedriger Volatilität erleben, also wahrscheinlich neue Allzeithochs bei S&P 500, aber wir sehen diese Divergenz mit Bitcoin. Hier ist das doch ziemlich weit auseinandergelaufen, das hatten wir schon mal im Juli, damals hat dieser Abverkauf bei Bitcoin stattgefunden, Aktienmärkte weiter gestiegen, dann Bitcoin gestiegen, dann der Abverkauf sowohl der Aktienmärkte wie auch von die Bitcoin. Bitcoin auch gestiegen, seitdem aber eben nicht so recht gestiegen. Und hier sehen wir mal, dass Bitcoin natürlich ähnliche Parameter hat. Liquidität, Risk-Taking, Investor-Optimism, so als drei Faktoren, die sowohl für die Aktienmärkte als auch für Bitcoin eben relevant sind. Hier sehen wir diesen Chart von Bitcoin, Anstiege, Anstiege, dann dieser Abverkauf, dann dieser langsame Anstieg, dann der schnelle Anstieg. Seitdem so eine gewisse Nervosität mit tieferen Hochs, kann man sagen, was da kommt, ist noch nicht klar. Also das kann auch durchaus nach oben gehen, das kann man überhaupt nicht ausschließen. Aber hier sehen wir, dass das eigentlich meistens parallel gelaufen ist, Bitcoin und der S&P 500, also die Aktienmärkte. Allerdings sehen wir, Bitcoin war schon öfter bei 62.000. Heute Nacht sind wir ja unter 60 gefallen zunächst mal, nämlich April, Oktober 21, dann 24, 62.000 jeweils. Aber die Inflation ist eben seit 2021 sehr, sehr deutlich gestiegen, wie hier dieser Tweet, den ich Ihnen hier bringe, zeigt. Das heißt, faktisch haben die Bitcoinis das Geld verloren. Und eigentlich hieß es ja, Bitcoin ist ja auch ein Inflationsschutz, bisher noch nicht so richtig eingetroffen. Nicht eingetroffen ist das Wirtschaftswunder in China. Kein Wunder bei einer völlig verunglückten Wirtschaftspolitik, die Staatsunternehmen fördert, die zuvor eine Hauspreisblase gefördert hatte, die jetzt in sich zusammenbricht angesichts einer nicht gerade optimistisch stimmenden Demografie in China, logisch. Wo soll die Nachfrage herkommen, wenn die Leute immer weniger werden? Wir werden schon in einigen Jahrzehnten nur noch ein Drittel der gebärfähigen Frauen in China haben, die es derzeit gibt. Das heißt, das Potenzial, dass da neue Menschen entstehen, ist nicht so fürchterlich groß. Und wir sehen auch zum Beispiel Air Pollution, also Luftverschmutzung in die Peking, sehen wir, dass das sehr deutlich zurückgeht. Hat auch damit zu tun, dass man Maßnahmen ergriffen hat, weil ja die Luft wirklich katastrophal war in so Städten wie Peking. Aber ist eben auch ein Rückgang der Wirtschaftstätigkeit. Und das sehen wir zum Beispiel hier bei der Stahlnachfrage. Da war früher der Immobiliensektor, Building Construction, war 42% etwa im Jahr 2010. Jetzt sind wir, was Stahl betrifft, nur noch bei 24%, die durch die Bauindustrie erzeugt wird. Also fast eine Halbierung. Das zeigt, dass eben die Bauindustrie, dieser Immobiliensektor, das zentrale Problem ist. Und solange der sich nicht erholt, wird sich auch der Konsum nicht wirklich erholen. Und ähnlich wird das bei uns auch passieren. Wenn die Wirtschaft sich nicht erholt, wird auch der Konsum nicht wirklich anspringen. Wir hatten gestern GfK, Konsumklima sehr schwach. Wir haben gesehen, dass die Wirtschaft
vor allem nur deshalb nicht komplett abgeschmiert ist, weil eben die Regierungsausgaben, die Staatsausgaben zugelegt haben. Der Staat ist das der einzige Sektor, der wächst sozusagen nachhaltig, könnte man sagen. Dann stellt er sagt hier, Deindustrialisierung und Degrowth sind Absicht, kein Zufall. Es ist die Folge, wenn Kapitalismusgegner die kritischste Transformation des Landes kontrollieren und die Öffentlichkeit überziehen und Kosten täuschen. That's exactly the case. Eine Kugel Eis, Herr Trittin, gell? Ja, wenn wir solche Preissteigerungen für eine Kugel Eis haben, dann hätten wir eine Hyper-Hyper-Hyper-Inflation. Und so sagt Axel Bojanowski, der ein sehr lesenswertes Buch geschrieben hat, das ich Ihnen mal empfehlen werde bei anderer Gelegenheit, aus diesem Anlass. Die Erinnerung an den verwegenen Plan der Bundesregierung, den Energieverbrauch Deutschlands in den nächsten 20 Jahren fast halbieren zu wollen. Alle Statistiken von wem auch immer, ob von Energiekonzernen oder wo auch immer, die sagen, wir brauchen tendenziell mehr Energie, wir werden es nicht schaffen, selbst wenn wir auf alternative Energien auch setzen, den Energieverbrauch zu senken. Insofern scheint auch das irgendwie total an der Realität wieder vorbeigedacht zu sein. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Interessanterweise sind durch die Zölle, die die EU jetzt ja, wie hat man gesagt, vorübergehend eingeführt hat, produziert ein VW-Partner wie XPeng wegen diesen Importzöllen jetzt in Europa oder will in Europa produzieren. Also das ist so ein bisschen Bidens Inflation Reduction Act oder Trumps Politik, könnte man sagen. Was haben wir auf den Trump geschimpft? Okay, aber der Biden hat das Gleiche gemacht mit den Zöllen und dann war es okay. Jetzt sagt Kamala Harris, ich will auch eine Mauer bauen zu Mexiko. Bei Trump war das sehr schlimm. Bei Harris bin ich gespannt, was sich unsere Mainstream-Medienlandschaft einfallen lassen wird, um das irgendwie argumentativ hinzukriegen, warum das doch okay ist. Also wir sehen, die Zeit ist so irre, dass es echt lustig ist. Erste Empfehlung also und die zweite Empfehlung und die letzte gleich, der DAX, der so ein bisschen träge gestiegen ist, komplett sich von der Wirtschaftsentwicklung hier abgekoppelt hat. Es gibt zwei Risiken und eine Chance, sagt dieser Artikel. Welche das sind, lesen Sie dort. Zwei Empfehlungen, also ich sage Servus, ciao.